Guten Morgen, ich bin gerade am Erfrieren. Ich bin gar nicht hier, sondern ich bin gerade irgendwo auf einem Feld zwischen Leipzig und Berlin. Hoffe ich zumindest. aber vielleicht habe ich es auch schon abgebrochen, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich auf dem Weg zu einem Event, was ich euch unbedingt nochmal vorstellen möchte, zumal ich jetzt auch an einem Stand vertreten bin. Das hat sich ganz spontan ergeben und daher noch so einen kleinen Appetizer oder eine kleine Information, wie ihr auch immer das nennen wollt, zur Revolution in Berlin. Die findet am Samstag und Sonntag statt. Das ist eine Rohkostmesse. Da findet ihr unzählige Inspirationen, wenn es um Essenszubereitung geht, auch um gesundheitliche, ja, Fragen, die ihr habt und wie ihr das mit einer Rohkost vielleicht, ja, in irgendeiner Weise angehen könnt. Es gibt rund um das Thema Bewusstheit auch einen großen, ja, große Interessen, die dort bedient werden, und ganz viele Vorlesungen. Jeden Tag gibt es da wirklich in drei oder vier verschiedenen Hallen jede Stunde eine Vorlesung zu einem gewissen Thema. Und wie ich jetzt erfahren habe, ich habe nämlich mit der Veranstalterin telefoniert und sie hat gesagt, diese oftmals kommt ja die Kritik, dass diese Vorlesungen eher so eine Verkaufsveranstaltung sind. Aber sie weist extra die Veranstalter darauf hin, dass es keine Verkaufsveranstaltung sein soll. Und da ist das Feedback auch ganz wichtig, was ihr der Veranstaltung gibt bezüglich des Vortragenden. Weil umso mehr ihr auch euer Feedback der Veranstalterin oder dem Projekt Revolution mitteilt, umso besser kann sie dann auch das quasi analysieren, was geschehen ist, und die Veranstaltung immer besser machen. Und denn wenn das wirklich, und ich habe ja nicht alle Vorlesungen gesehen, aber wenn da wirklich nur Vorlesungen sind, früh bis abends, die wirklich Wissen vermitteln, etwas vermitteln, dann ist das also so ein ja, geballtes Kompetenzding innerhalb von 2 Tagen, das, denke ich mal, für jeden Menschen irgendwo interessant sein sollte. Und in Berlin ist, glaube ich, die größte Revolution, das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, weil einfach das Einzugsgebiet dann am größten ist. Und ja, und ich bin sogar auch an dem Stand vertreten, und zwar an dem sogenannten Social Media Stand. Ich, ja, wurde gefragt, ob ich denn da Interesse hätte, ja, die Rohkost, mich, was auch immer, zu präsentieren. Auf jeden Fall ein Ansprechpartner da zu sein beim Social Media Stand. Und ja, da habe ich gesagt, natürlich, klar, da sind, glaube ich, eine Stunde am Tag werde ich dann dastehen. Das wird wohl auch irgendwo im Programm stehen, wann ich da zu finden bin. Aber generell, ihr werdet mich nicht übersehen, weil ich wandere ja 7 Tage zur Revolution und muss ja dann, ich will ja dann nicht irgendwie mit meinen abgeranzten, stinkenden Wanderoutfit dort stehen. Deswegen habe ich mir ein Outfit für die Revolution mitgenommen, und da habe ich ja ganz simpel daran gedacht, was ist am leichtesten? Und am leichtesten ist einfach ein Kleid, einfach ein großes Kleid, also ein ganz leichter Stoff. Und deswegen werdet ihr mich da mit dem Kleid rumlaufen sehen. Und ja, ich denke auch aufgrund meiner Größe, meiner Haarpracht und dem Kleid, diese Verbindung, die wird wohl recht einmalig sein. Und deswegen, wenn ihr mich nicht am Social Media Stand antrefft, dann bestimmt irgendwo auf der Revolution. Zumal ich persönlich jetzt nicht in die Vorlesungen gehe dieses Mal, sondern eher so, ja, den Fokus darauf habe, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Ja, also die Revolution. Ich kann aus meiner Sicht nur sagen, dass das eine Sache ist, die ich wirklich jeden ans Herz lege, da mal vorbeizukommen. Nicht nur unbedingt wegen Vorlesung, sondern auch tatsächlich, weil man dann mit den Menschen in Kontakt kommt und ja, sich einfach über verschiedene Interessensgebiete auch austauschen kann. Ist ähnlich wie so ein Rohkostpotluck, ist ein bisschen anonymer. Ein Rohkostpotluck, das wäre das noch besser, na, weil man dann, wo, da geht es wirklich nur um die Menschen und da gibt es keine Verkaufssachen und so weiter, was sicherlich auch schön ist, aber ja, das ist jetzt für mich persönlich nicht der Grund, warum ich da hingehe. Aber die große Anzahl an Menschen, die sich für die Rohkost begeistern, die sich für eine bewusste Lebensweise begeistern, wo man sich austauschen kann, wo man auch interessanterweise erfährt, wie inhomogen die Rohkostszene eigentlich ist. Das heißt, sie sieht man schon an den Ständen. Ist wunderbar. Wer übrigens auch am Social Media Stand ist, das ist der Alex Green. Wir werden also Hand in Hand ja, das Social Media, also die Internet so präsentieren, so dass die Internetszene, und ja, war im Vorfeld so ein bisschen ja, die Frage, inwieweit das ein Problem sein könnte, aber ich habe dann auch direkt gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Also ich kann den Alex Green als Menschen völlig losgelöst sehen von einer Thematik, die ich behandle.
Und ich habe den Alex Kühn ja auch schon persönlich kennengelernt und in die Arme geschlossen. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich kann das lösen. Das ist für mich nichts Persönliches. Also das Thema Parasiten, das verbinde ich nicht jetzt mit automatisch mit Alex Kühn emotional. Ne? Auch wenn Alex Kühn, weiß nicht, ob es derzeit jetzt noch ist, aber vor 2-3 Monaten, wo er sein Buch da released hat, war eigentlich der Alex Kühn so, auch so Parasiten gleich Alex Kühn. Und für mich ist der Mensch Alex Kühn und Parasiten, das sind für mich zwei unterschiedliche Welten. Und gerade was das Thema Parasiten angeht, da gab es ja auch die Problematik, dass viele Menschen das total polarisiert haben. Ne? Da gab es ja Videos, wo gesagt hat, der War Spirit, der sagt, es gibt keine Parasiten, es gibt keine bösen Parasiten, es gibt nur gute Parasiten. Da gab es einige, ich sag's wirklich einfach mal so, ja, hohle Beiträge von YouTubern, die überhaupt nicht mein Video irgendwie verarbeitet haben oder die einfach nur dieses typische Pro und Contra, ne? Ist gut, ist schlecht. Genau aus dem Grund, warum es auch keine Daumen mehr gibt. Und ja, das ist also für mich überhaupt kein Problem und im Gegenteil, ich finde es sogar, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns mal sehen und ja, dann einfach mal uns entweder thematisch auch über das Thema Parasiten unterhalten können, da habe ich überhaupt kein Problem, aber auch einfach mal so dieses Persönliche und das Thematische auch trennen. Viele verbinden das immer und da gibt es Menschen, die sind halt eben vegan und dann gibt es einen Kanal, der promotet halt tierische Ernährung oder was heißt promotet, aber der ist nicht vegan und erzählt halt ein bisschen was und dann ist er automatisch scheiße, nur weil der nicht vegan ist. Und andersrum genauso, das ist ein Veganer und der erzählt irgendwas, was vielleicht gar nichts mit dem Thema Ernährung zu tun hat, aber ja, das ist ein Veganer und dann ist schon wieder schlecht. Also man verbindet oft die Themen mit Personen und das geht uns allen natürlich auch irgendwo so, aber es ist immer wieder wichtig, das ein bisschen aufzulösen, um auch, ja, sag ich mal, ein friedvolles Leben und vor allem auch in unserem Wissenszuwachs und in unserer Wissensgenerierung auch effizient zu sein. Ne? Wenn wir uns schon mit dem Thema Wissen beschäftigen, wenn wir uns schon diese ganzen, ja, Wissenschaften angeeignet haben und gegründet haben und unseren Verstand auf so eine Ebene da nach oben gehoben haben, dann sollte man das dann eben auch, ja, sinnvoll machen, indem man die ganzen Emotionen beiseite lässt. Und naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Revolution, wie gesagt, bin gerade unterwegs. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin wahrscheinlich so seit 3-4 Tagen übernachte ich draußen bei Minusgraden oder bei um die 0 Grad in einem Zelt, was ich noch nie getan habe. Ich bin los oder ich laufe ja jetzt los. Ich habe, wenn ihr das seht hier, ich habe Zwiebeln im Ohr. Ich habe nämlich Mittelohrentzündung. Mein Hals tut weh, vielleicht hört man es noch. Und naja, alles nicht die besten Voraussetzungen, um erstmalig 7 Tage in der Kälte draußen, ja, zu weilen. Aber drauf geschissen. Und wenn ich drauf gehe, wie gesagt, und gleich das, wenn ich danach wirklich ernsthaft krank sein sollte, ich werde sicherlich nicht sterben, ich habe ja 112 Handy dabei, aber wenn ich ernsthaft krank sein sollte, dann, klar gibt es welche, die sagen, Christian, warum hast du das gemacht und ich habe es dir doch gesagt und so weiter. Und ich sage euch jetzt schon, ich nehme das in Kauf. Und ich werde danach nicht sagen, oh, hätte ich es nur nicht gemacht, sondern ich werde sagen, ich hab's gemacht und ich trage jetzt die Konsequenzen. So einfach ist das. Ne? Da gibt's kein böses Blut und da gibt's für mich kein irgendwie Bereuen, sondern ich bin ja nicht doof, sondern ich nehme das ja wissentlich in Kauf. Ähnlich mit dieser Hashimoto-Krankheit, mit dem Jod. Ob das kausal zusammenhängt, kann man natürlich jetzt noch nicht genau, oder konnte man nicht genau sagen, aber solche Dinge nehme ich in Kauf. Und das Risiko, wenn ihr lebt, um Risiken zu minimieren, nur um Risiken zu minimieren, in allen Lebenslagen, das Lebensgefühl, das ist nicht so pralle, verglichen mit dem, wenn ihr auch mal ein Risiko in Kauf nehmt. Ich nehme auch nicht jedes Risiko in Kauf, aber diese Vorstellung und dieses Wissen aus meiner Erfahrung, 7 Tage in der Natur zu sein, fernab von alledem, was mich sonst umgibt, das wird mich so boosten, was das Lebensgefühl angeht, dass ich die Risiken auch sowas von in Kauf nehme, dass ich da überhaupt nicht abwägen muss, sondern das einfach mache. Ja. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, Revolution am Samstag, Sonntag, ich bin beide Tage dabei, sprecht mich an, also nichts ist schlimmer, wenn ihr irgendwie dann einen Kommentar am nächsten Montag oder Dienstag schreibt, doch, ich habe dich gesehen, oh, ich habe mir nicht getraut, dich anzusprechen. Sprecht mich an, ne? Drückt mich, sprecht mich an, alles gut, ich bin nur ein Mensch und das, ich bin genauso wie ich jetzt bin, das ändert sich bei mir nicht. Viele Menschen, die mich auf dem Rohkostpottler gesehen haben und auch sonst, die sagen immer, Christian, es ist so schön bei dir,
du bist ja genauso wie in den Videos und ja, deswegen wirklich keine Bedenken, keine Bedenken. Alles gut. Ne? Wir sehen uns dann hoffentlich eventuell bei der Revolution. Bis dann, Christian. Tschüss.